stirb einfach. Ist auch irgendwie lame, dass er sich nicht wehren kann. Weil wir ihn von hier oben aus so richtig belagerungsmäßig angreifen. So. Wie viele Pfeile er schon in sich stecken hat. Dumm, die dumm. Ja, jetzt stirb endlich. So. Und so. Und er ist weg. Oder? Nein, er ist noch nicht weg. Jetzt müssen wir uns erstmal wieder richtig hinstellen. Jetzt ist er weg. So. Und jetzt können wir auch den normalen Weg weitergehen. Nämlich hier zurück an Sigi vorbei. Und hier hoch. Und jetzt durch die große Tür, wo vorhin der Bogenschütze stand. So, genau. Denn dieser Weg führt uns wieder runter. Und zwar auf die Ebene hier. Und wenn wir hier gleich reingehen, können wir uns hier das Dämonentitanit und sogar einen Fangstab abstauben. Sehr schön. Und auf der Seite haben wir den Drachenraum. Mit zwei weiteren Silberrittern, von dem einer ziemlich aggressiv ist sogar. Dann warten wir mal, bis er hier hochkommt. Wow, der hat es aber eilig. So, dann kriegst du mal eine von mir verpasst. Ja, nicht wegrennen. Wow. Schildschlag ist übel. Aber das da ist eher Pipifax. So, genau, stich so zu. Dann lässt du nämlich deine Deckung fallen. Gut. Ihre Waffen könnten wir übrigens auch von ihnen gedroppt bekommen, aber sehe ich nicht viel Sinn zurzeit darin. Ich guck lieber, dass ich sie ausschalte. So, ein Schlag. Noch ein Schlag und weg mit dir. Kisten öffnen. Denn hier ist die Silberritterrüstung drin. Also die Rüstung, die die Jungs hier gerade tragen. Die würde gut zum Schild passen. Übrigens kann ich euch mal das Schild ja vorlesen. Der Schild der Silberritter von Arno Londo. Seine Oberfläche schmückt ein tief gravierter Wassergraben. Also ja, das soll ein Wassergraben sein. Die Silberritter bleiben in Arno Londo zurück, um die illusorische Göttin zu verteidigen, und ihre Schilde tragen die Segnung ihres göttlichen Schutzes. Ja, einer der Gründe ist, guckt euch die Werte mal an, mal abgesehen von Magie ist das Schild verdammt gut im Vergleich zu unserem, vor allem bei Blitz und bei der Haltung. Haltung ist das Ding nachher richtig top, wenn es abgegradet ist. Und ihre Rüstung? Die Rüstung der Silberritter von Arno Londo bewachen. Als Fürst Gwyn auszog, die Flamme zu binden, spalteten sich seine Ritter in zwei Gruppen. Die Silberritter verblieben im Dienste ihrer Göttin in der vergessenen Hauptstadt. Na, so vergessen ist die Hauptstadt gar nicht. Es sind viele, die nach Arno Londo kommen wollen. Haben wir ja in Sens Festung gehört. Und wir sind wieder bei unserem Leuchtfeuer. Hier drüben. Dort würde ich gerne auch mal rasten. Und Ausrüstung reparieren. Gerade vor allem den Bogen. Auch wenn unsere Rüstung mal reparieren kann, auch nicht schaden. So. Die Seelen bewahre ich mir mal auf. Das Einzige, was ich mache, ist Waffe verstärken. Den Silberritterschild. So.
Sehr gut. Er ist schon mal auf Stufe 3 müsste er schon sein. Ja. Und ist jetzt schon besser als unserer. Deswegen tausche ich mal. Kann ich mir das dann noch von der Belastung her leisten? Ja, kann ich mir locker leisten. So, wir haben einen Silberritterschild, mit dem wir jetzt um einiges besser sind als vorher. Na komm her, du. Denn wir verbrauchen dank der erhöhten Haltung nicht mehr so viel Ausdauer, wenn wir was abkriegen. Sehr schön. So. Hier müssen wir jetzt durch. Wow. Ja, du bist etwas übereifrig, ich weiß. Komm her. So. Genau. Wow. Autsch. Was auch immer gerade passiert ist, ich weiß es nicht. Zuerst hingen wir irgendwie fest und dann haben wir einmal öfter zugeschlagen, als wir sollten. Ich schieb's auf die Steuerung. So, erst du. Einmal, zweimal. Ja, hau ruhig zu. Genau, stich dagegen, da kannst du nicht durch. Durch deine eigene Schildart. So. Verlorenes Gut zurückerlangt und jetzt erstmal uns um den da kümmern. Irgendwie hingen wir in der Wand oder so fest. Ja, genau die Wand, durch die er gerade durchgepiekst hat. So. Genau das meine ich. Das ist gerade vorhin auch passiert. Au. So, jetzt aber. Das wollte ich eigentlich nicht. Das wollte ich, auch wenn das jetzt gerade wieder in die Hose hätte gehen können. So, Heilung. So, und weiter. So, den zweiten kann ich eigentlich ignorieren. Der steht nämlich einfach nur da rum und bewacht die Truhen, die wir geplündert haben. Ich will einfach erst einmal weitergehen. Und hier die Treppe hoch. Und schwupps sind wir in der Haupthalle. Dumm. An den Sentinels erstmal vorbei, die da unten stehen. Das sind nämlich ein paar härtere Kameraden. Ich will erst einmal auf der anderen Seite den Silberritter ausschalten. Und mich dann an den anderen, auf der anderen Seite noch weiter umschauen. Also hier haben wir erst einmal den Silberritter. So, der zwei Schläge von uns kriegt. Und weg ist. Wow, aber der Sentinel hier meint, er müsste mitspielen. Deswegen verkrümmle ich mich lieber mal. Genau, da lang. Hier hören wir nämlich Schmiedegeräusche. Das heißt, hier gibt es einen Schmied, einen neuen. Und zwar einen der besonderen Art, nämlich einen ziemlich großgewachsenen. Den ignorieren wir aber erstmal. Wir machen seine Ausrüstung kaputt. Und holen uns das, was in der Truhe neben ihm ist. Falkenring. So. Den schauen wir uns erst einmal an. Erhöht Bogenreichweite.
Einer der Spezialringe, die den vier Rittern Gwyns geschenkt wurden. Der Falkenring gehörte Goff, welcher die Bogenschützen anführte. Der Ring erhöht die Bogenreichweite auf die von Goffs großem Bogen, der selbst die hochfliegenden Drachen vom Himmel holte. Also ja, Goff ist einer meiner Lieblingscharaktere in dem Spiel. Oh, und wir haben wieder so ein Bett, so eine Fledermaus geaggrot. Die uns allerdings nicht viel kann, weil wir ein super Schild tragen. Wir hingegen können die jetzt mal einfach weghauen. Wow. Na, so macht das Aua. Genau, flieg einfach da runter und stirb. So. Schluck trinken. Und dann gucken wir uns erst hier draußen um. Hier können wir erst einmal nämlich eine Tür öffnen, die zum Eingangsbereich zurückführt. Und wir können uns da unten noch einen Gegenstand holen, ein Item. Wenn wir die beiden hier losgeworden sind. So. Ach ja, ich mag das Bastardschwert. Hat schön viel Reichweite. Hat einen schönen Wumms. Und wenn die Gegner sich selber umbringen, ist das sogar noch schöner. So, ein grauer Brocken. Können wir immer gebrauchen. Wir brauchen nämlich erst einmal 9 Stück an der Zahl. Wir haben gerade mal 3. Aber wir haben hier jetzt den Schmied. Mit dem wollen wir mal reden. Bevor wir mit dem... Doch, reden wir erstmal mit ihm. Ja, er kann unsere Waffen schmieden. Und er hilft uns jederzeit beim Schmieden. Und er ist ganz alleine hier. Ja, das ist irgendwie schon traurig. Ja, wir reden mit ihm, aber er möchte nicht reden. Er möchte lieber schmieden. Er ist glücklich mit Schmieden. Und bei ihm können wir Funkeltitanit kaufen. Für sehr, sehr teuer. Deswegen kaufe ich erst einmal einen und verstärke damit mein Schild nochmal. Wenn man jemanden sehen kann, wird es dann noch besser. So, und das letzte Upgrade braucht 4 Funkeltitanit. Das sparen wir uns jetzt erst einmal. Wir gehen jetzt... Ich würde jetzt erst gerne nochmal Sachen bei ihm reparieren. Ja, er ist kräftig. Ja, Ausrüstung reparieren. Nur das Bastardschwert. Und unsere Rüstung natürlich. So. Wir haben jetzt noch was vor. Wir wollen zurück in die Haupthalle und müssen das große Tor dort öffnen. Das ist das erste. Das zweite, wir müssen die Sentinels da loswerden erst einmal. Und das könnte schwieriger sein. Vor allem, wenn wir beide auf einmal an Hals haben. Kommst du runter? Nö. Nicht runter, kommst du hoch? Nö. Okay, dann können wir, glaube ich, deinen Freund von hier aus beschießen. Nö, er kommt nicht. Wir legen mal für diesen Fall den Hawkeye-Ring, also den Falkenring, an. Dort, dann müssten wir nämlich mehr Schaden machen. Genau. So, erstmal weg mit dem hier. Und ja, man sieht, die Sentinels hier sehen ein bisschen anders aus. Sie tragen Wappenröcke. Weil das hier keine normalen Sentinels sind, sondern die königlichen Sentinels. So. Ring wechseln auf Hartstahlring.